Was? Ist schon wieder Ostern? Nee, nee, diese Eier sind von Natur aus grün oder türkis. Es gibt Hühnerrassen, die legen solche schönen Eier. Dieses Huhn hier ist eine Grünlegerin. Die Araucarier zum Beispiel sind robust, ziemlich eigenwillig und ein bisschen wild. Sie scharren und laufen gern. Und die Eier sind cholesterinarm. Wenn es irgendwo grüne Eier zu kaufen gibt, kann man ziemlich sicher sein, dass sie nicht aus der Legebatterie sind. Die Grünleger legen nicht so viele Eier wie die entweder auf Fleisch oder auf Eier hochgezüchteten Spezialrassen in der Massentierhaltung. Kann man heutzutage noch Fleisch essen? Soll man Fleisch essen? Produkte von Tieren? Ich überlege das oft, mehr in Richtung vegetarisch, vegan mich zu ernähren. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Heute geht es um Hühner. Ich esse ganz gern mein Ei und auch Hühnerfleisch. Und weil ich aber so schreckliche und grauenhafte und ekelhafte Dinge gesehen und gehört hatte über Massentierhaltung und Legebatterien, wollte ich wissen, wo das herkommt, was ich da esse. Diese Hühner haben es gut. Sie können den ganzen Tag draußen rumlaufen, graben und scharren, sich kuhlen und Nester bauen und selber was zu fressen suchen. Und als ich im Frühling hier war, liefen da genauso viele Hähne wie Hühner über die Wiese. Leider hatte ich keine Kamera dabei. Das sieht man ja ziemlich selten und ich wollte wissen, was es damit auf sich hat mit den vielen Hähnen. Katrin von Zwoll baut gerade in Vliet einen kleinen Bruderhahnbetrieb auf. Sie war so freundlich und hat sich Zeit genommen für ein Interview. Vielen Dank, Katrin. In Vliet in der Uckermark gibt es seit 2019 den Regionalladen. Hier kann man auch die Eier und Katrins Hühner kaufen. Im Restaurant kann man auch lecker essen. Alles aus regionalem Bioanbau. Außerdem gibt es noch eine Schnellladestelle für E-Autos und Bikes. Eine Vertretung von Celine Aktivreisen und es gibt Eselwanderungen. Vliet ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Was hat es nun auf sich mit den Bruderhennen? Katrin von Zwoll und andere Landwirtschaftsbetriebe haben was dagegen, dass männliche Küken geschreddert werden, wie bei den normalen Eiern, die man im Supermarkt kaufen kann. Und wo das Fleisch und die Eier deshalb auch so billig sind. Das Hähnchenschreddern passt nicht zum Ökolandbau. Deshalb kaufen einige die Bruderhähne mit den Legehennen mit. Langfristig will man auf die zwei Nutzungsrassen zurückzüchten. Die Hähnchen sehen ganz anders aus als das Hähnchenfleisch, das man im Supermarkt kauft. Man schmeckt auch den Unterschied. Das Fleisch ist deutlich fester, es hat mehr Eigengeschmack, man muss nicht so viel würzen. Das ist natürlich aber auch ein Kostenfaktor für die Betriebe, die die großziehen. Die Eier von den Legehennen sind etwa 4 Cent teurer. Darüber wird das Aufziehen der Hähne mitfinanziert. Es muss ja wirtschaftlich vertretbar bleiben, die Leute leben ja davon. Hier nochmal Katrin von Zwoll, nachgesprochen nach dem Interview. Und, läuft es gut? In dem kleinen Rahmen, in dem wir das hier tun, also wir haben ja nur eine begrenzte Stückzahl und durch die direkte Anbindung an den Regionalladen hier ist das möglich. Das ist jetzt die dritte Charge hier und das dauert ja auch eine Zeit, bis die weg sind. Die sind ja nur in einer Woche frisch und danach gibt es das Fleisch im gefrorenen Zustand. Und das dauert dann so 3, 4 Wochen, bis die alle verkauft sind. Kriegt ihr alle verkauft? Unsere Kunden essen ja nicht so sehr viel Fleisch und wenn sie Fleisch essen, dann Gutes. Aber die Region hier ist natürlich sehr ausgedünnt. Und sie irgendwo anders anzubieten, wo es mehr Kunden gibt, ist nicht rentabel in unserer kleinen Größe. Wie viele habt ihr? Wir haben einen Bestand von 30 aufgebaut und mehr soll es auch gar nicht werden. Neue Legehennen werden frühestens in 2 Jahren angeschafft. Aber Ziel ist es ja auch, dass jetzt von diesen Hennen selber welche brüten. Einige Hähne werden ja im Bestand gelassen. Wenn die Hennen sich wohlfühlen, dann werden wohl auch einige glucken. Dann werden sie mit der entsprechenden Eierzahl separiert und dann werden sie diese hoffentlich großziehen. Und dann werden ja wieder Hähne dabei sein, die dann auch später wieder hier vermarktet werden können. Schön, dass es sowas gibt. Es hat auch Vorteile, das in so einem kleinen Stil zu machen, weil man die Idee dann viel besser verdeutlichen kann. Hier ist im Sommer ein großer Publikumsverkehr. Da kann man das propagieren, auch durch die Leute, die hier im Laden. Ich mache hier den landwirtschaftlichen Teil. Das ist ja ein touristischer Kaffee- und Ladenbetrieb. Die können das hier vielleicht nicht so im Detail, aber die können genauso gut Auskunft geben wie ich. Es ist schön zu merken, dass es sich verbreitet mit dem Bruderhahn. Manche Leute haben davon noch nie was gehört und wenn du denen das erklärst, dann merkt man so richtig, wie so eine Lampe angeht. Und das ist schön. Das ging mir genauso, als ich zum ersten Mal diese Bruderhahn-Eier da liegen sah im Bioladen hier bei uns in Köln. Seit 2012 gibt es diese Initiative. Verschiedene Organisationen sind beteiligt, unter anderem Bioland und Demeter, und versuchen, dieses Hähnchenschreddern nicht mehr mitzumachen und da was aufzubauen.
Es gibt inzwischen in Deutschland 30 landwirtschaftliche Betriebe. Dazu kommen die verarbeitenden Betriebe und die Großhändler. Und es weitet sich aus. Es wird auch angenommen von den Käufern. Also für Vegetarier und Veganer ist es ja ziemlich schrecklich, überhaupt Fleisch zu essen oder den Hühnern die Eier wegzunehmen. Aber ich denke, wenn man Eier essen will und Fleisch, dann ist die Bruderhand-Initiative eine vertretbare und ganz gute Alternative zur Massentierhaltung und zur Legebatterie. Finde ich jedenfalls. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.